Meter, oder? Ja, das kommt doch jetzt. Ja, das kommt doch dann jetzt. Das habe ich doch, das habe ich gesagt. Ja, habe ich. Ja. Meine Damen und Herren, vereinbarungsgemäß kommen wir nun zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkt des heutigen Plenartages. Und wie Sie mehrfach gehört haben, habe ich das Abstimmungssignal, den Gong, innen und außen betätigt. Ich frage nun die parlamentarischen Geschäftsführer, ob wir mit den Abstimmungen beginnen können. Das ist so. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 64, den Antrag Fraktion der AfD, Grundrechtseinschränkungen und Angriffe auf den Föderalismus abwehren, 4. Bevölkerungsschutzgesetz ablehnen, Drucksache 20-5535. Wer stimmt dem Antrag zu? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? FDP, CDU, Bündnis 90 Die Grüne, SPD und Die Linke, das heißt das rechtliche Haus. Es kann sich damit niemand der Stimme enthalten. Damit ist der Antrag mit den Stimmen von Linken, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU gegen die Stimmen von AfD abgelehnt worden, meine Damen und Herren. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 108, den dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, Grundrechtseinschränkungen und Angriff auf den Föderalismus abwehren, die Verfassungsmäßigkeit des 4. Bevölkerungsschutzgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen, die Drucksache 20-5622. Wer stimmt dem dringlichen Antrag zu? Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist FDP, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Linke. Damit kann sich keiner mehr der Stimme enthalten. Und der dringliche Antrag ist damit mit den Stimmen von AfD gegen die Stimmen von FDP, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Linke abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt, der 102 ist in den KPA überwiesen worden. Insofern hat sich das erledigt, jetzt hier eine Abstimmung vorzunehmen, weil wir haben den ja gerade zur weiteren Beratung in den KPA überwiesen. Wir sind damit, ich frage Sie, wie wir mit den weiteren Tagesordnungspunkten, ja? Entschuldigung, Frau Präsidentin, ich habe noch die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der AfD zum Gesetz zur Änderung Artikel 141 und 116. Der Top 10 steht bei mir noch auf der Liste. Den müssten wir noch abstimmen. Es ist die dritte Lesung beantragt worden. Wir haben den entsprechend in den Haushaltsausschuss überwiesen. Hauptausschuss überwiesen. Wenn ich bei mir ist angekommen, dass die dritte Lesung beantragt worden ist für den Tagesordnungspunkt 11. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD für ein Gesetz über standortspezifische Beschulungsmaßnahmen. Zum Tagesordnungspunkt 10 ist keine dritte Lesung beantragt. Mit Verlaub, Herr parlamentarischer Geschäftsführer, es ist die dritte Lesung beantragt worden und wir haben das entsprechenden Gesetzentwurf dann in den zuständigen Fachausschuss überwiesen. Dann trotzdem die Frage an Sie, wie wir mit den weiteren Tagesordnungspunkten verfahren. Schieben, alle schieben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir sind dann am Ende der Abstimmung angekommen und ich wünsche Ihnen nach 3 arbeitsintensiven Plenartagen einen schönen Abend.